aus einem IFC-Modell Mengen zu ermitteln, ist natürlich genauso möglich. Man sieht hier eine Schule als IFC-Modell in Revit verlinkt, verknüpft. Und nun gehe ich mit unserer Gap-Schnittstelle aus dem BIM-Booster in das Modell. Dieses Modell wird berechnet und auch hier kann ich natürlich aus einem beliebigen AFA-System eine Gap-Datei einlesen, also Positionen, und die sollten nun mit Mengen aus diesem verlinkten IFC-Modell verknüpft werden. Dazu kann ich die üblichen Filter einsetzen. Die Werte sind etwas anders wie aus einem Revit-Projekt. Natürlich, weil ich jetzt nicht nach den Revit-Parametern, sondern nach den IFC-Parametern natürlich filtern kann. Also hier zum Beispiel nach allen Wänden, nach allen Stahlbetonwänden. Und die Zuordnung ist identisch, wie Sie das kennen aus unserer Gap-Schnittstelle. Das bedeutet, ich verlinke dann diese gefilterten Mengen mit einer LV-Position. Natürlich kann ich an dieser Stelle auch Positionen befüllen, die nicht modelliert wurden, mit derselben gefilterten Menge. Hier zum Beispiel die Position Beton-Stabstahl. Ich wähle das Volumen aus dem IFC-Modell mal den Bewährungsgrad oder zum Beispiel hier die Schalfläche der Wände. Auch da würde ich die IFC-Fläche mal 2 verwenden, um die Schalmenge für die Position Wandschalung Betonwände zu ermitteln. Den Filter werde ich wieder abspeichern, um bei künftigen IFC-Modellen einen Automatismus zu haben. Dann findet die Zuweisung automatisch statt. Im Prinzip habe ich also dieselbe Vorgehensweise wie bei einem Revit-Modell, nur dass ich eben nach IFC-Parameter filtern werde und die IFC-Mengen abgreifen werde. Ansonsten ist die Vorgehensweise aber identisch. Man sieht hier die befüllten LV-Mengen, die dann über unsere Gap-Schnittstelle wieder zurück in ein beliebiges AFA-System exportiert werden können.